Guten Morgen. Ich war gerade beim Blumengießen und habe mir gedacht, genauso fühlt sich's an, gell? Als ob einem dauernd irgendwie ein Schwall Wasser ins Gesicht schwappt. Ich habe letzte Woche ein Video gesehen von einer Robbe und die Robbe wurde von hinten von der Welle getroffen und umgeschmissen. Im Meer, logischerweise. Und weißt was? Genauso fühle ich mich gerade ganz oft. Und ich kriege ja immer diese coolen Fragen von euch, was ihr euch wünscht von mir als Video. Und das war eine Frage, die viele, viele, viele von euch an mich hatten. Was kann ich denn machen, wenn ich mich wie von der Welle getroffen fühle, wenn einfach so viel in mir drin los ist und im Außen los ist und ich das Gefühl habe, also dauernd peitscht mir das Wasser nur so ins Gesicht. Der Trick ist, in schmalen Dosen zu gießen, also das Wasser ein bisschen zu portionieren, wie bei den Blumen eben, damit die Blumen nicht ersaufen. Und so geht es uns natürlich auch. Also, take it in small steps, small bites. Gell? So wie beim Essen halt auch, heißt es ja immer, gell? Kleine Bissen, gut kauen. Und so ist es in so wilden, chaotischen Zeiten wie die, die wir gerade erleben, einfach für uns Menschen auch ganz wichtig, dass wir diese ganzen Dinge, die auf uns einströmen, dass wir die reduzieren. Und wenn du so einen Tag hast, wo du das Gefühl hast, boah, also mir haut es gleich einen Schalter raus, gell? Also ich bin so überwältigt und überfordert und dann vielleicht eben auch frustriert und ängstlich, dann klein, klein, klitzeklein denken. Klein, klein, klitzeklein. Zieh dich zurück. Mach den Fokus von der Kamera sozusagen, deiner Linse, mach den kleiner, kleiner, klitzeklein. Find wieder zurück zu dir. Zu dir und deiner inneren, ja, inneren Mitte. Und dann schließ die Augen. Gell? Sitzt vielleicht an einem schönen Ort, an dem du dich sicher fühlst, so wie ich hier in diesem Dschungel, den ich mir da so aufgebaut habe. Und dann schließt du die Augen und dann atmest du ein bisschen durch. Und dann stellst du dir nach ein paar Minuten die Frage, was ist denn jetzt heute wirklich wichtig für mich? Was ist denn heute wirklich wichtig? Und dann, und weil es gerade so schön ist mit den Fragen, gell, und weil du ja alle Antworten auf die relevanten Fragen für dich in dir drin hast, gell, ist es schlau, wenn du einfach dann weiterfragst und dann fragst dich noch, wer oder was schenkt mir denn Zuversicht? Wer oder was schenkt mir Zuversicht in diesen wilden Zeiten? Ja? Und weil da bestimmt was kommt, gell, also vielleicht fällt dir irgendein Mensch ein oder dein Haustier oder irgendwas Kreatives. Oder die Natur, gell? Weil da bestimmt was kommt, fragst du dich dann als dritte Frage, wie kann ich denn das heute in meinen Alltag installieren? Dieses, was mir so viel Hoffnung und Zuversicht gibt. Und das machst dann, weißt? Alle großen Dinge, alle großen Träume und alle großen Sachen, die da so vor uns liegen, die sind machbar. In kleinen Schritten, in kleinen Dosen, in kleinen Happen. Also, kleinen Schritten denken, in kleinen Happen. Und das schreibst du dann auf, diesen nächsten Schritt, was jetzt dran ist für dich heute. Und dann machst du es. Und warum? Weil du es kannst. Weil du es kannst. Da glaube ich ganz fest dran. Also in diesem Sinne, loslegen, indem du in dich reinhorchst, indem du zur Ruhe kommst und dich dann drei schlaue Fragen fragst und dann einfach loslegst, gell? In deinem Tempo, so wie es dir gut tut. Bis nächste Woche. Fertig!